Einen schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zum ersten Webinar der Webinarserie zur neuen KMU Digital 2 Förderung begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Gerhard Lager, ich bin Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Österreich. Vielleicht ganz am Anfang noch ein paar technische Details. Sie können beim Webinar mit dem sogenannten Anfasser die Bildschirmaufteilung verändern, sodass Sie die Folien ganz groß sehen und mich nur ganz klein oder den Sprecher. Und Sie können die ganze Zeit während dem Webinar schon Fragen stellen. Diese Fragen werden an uns anonym übertragen. Das heißt, wir werden dann und können gar nicht wissen, wer Sie sind. Wir werden einige Fragen im Nachhinein direkt im Webinar beantworten und wir werden im Nachhinein alle Fragen auf der Webseite in der FAQ-Liste beantworten. Kommen wir zum Inhalt von diesem Webinar. Dieses Webinar stellt Ihnen KMU Digital 2 insgesamt dar. Und wir gehen ein auf die Beratungsförderung und wir gehen auch ein auf die Umsetzungsförderung. Danach finden noch drei andere Webinars für die Details der Beratungsförderung statt. Dieses Webinar ist aufgebaut in drei Teile. Zuerst darf ich Ihnen einiges über die allgemeine Konzeption von KMU Digital 2 und die Beratungsförderung näherbringen. Und dann die beiden Kollegen von Austrian Wirtschaftsservice, Anton Neunteufel und Claudia Sedlacek, zur Umsetzungsförderung und zur Einreichplattform. KMU Digital 2 hat einen relativ kurzen derzeitigen Zeitraum, der auch, wie Sie wahrscheinlich ahnen, politische Hintergründe hat. Die jetzige Regierung hat insgesamt 4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um mit dem erfolgreichen Pilotprojekt KMU Digital oder KMU Digital 1 weiterzutun mit KMU Digital 2. Insgesamt gibt es, wie gesagt, 4 Millionen Euro, die sich aufteilen in 2 Millionen Euro für die Beratungsförderung, die wir als Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftskammerorganisation abwickeln und weitere 2 Millionen, die die AWS bei der Umsetzungsförderung, und die Umsetzungsförderung ist ja neu, abwickeln werden. Die Beratungsförderung soll jeweils wie bei KMU Digital 1 bei den Unternehmen vor Ort stattfinden, also bei den Förderwerbern. Und wir haben hier zwei Arten der Beratungsförderung. Eine kurze, die wir Status- und Potenzialanalysen nennen. Die Potenzialanalyse gab es ja schon bei KMU Digital 1. Hier ist gedacht, dass insgesamt 4 Stunden inhaltliche Beratungsarbeit erbracht wird und diese Beratung wird zu 80% gefördert mit maximal 400 Euro. Der Beratungssatz praktisch für diese vertypte Beratung ist 600 brutto, das heißt 500 netto und 400, also 80% davon werden gefördert. Die Strategieberatung, die insgesamt 2 Tage dauern soll, wird zu 50% gefördert. Auch das ist sehr ähnlich wie bei KMU Digital 1. Es gibt maximal 1000 Euro und daher einen Fördersatz von 50%. Neu ist die Umsetzungsförderung. Hier werden für passende Umsetzungsprojekte bis zu 30% Fördersumme ausbezahlt, für Projekte im Rahmen von 5.000 bis zu 20.000 Euro. Und hier gibt es maximal 5.000 Euro pro eingereichten Projekt an Fördersumme zu lockieren. Was ebenfalls neu ist gegenüber KMU Digital 1, ist, dass es keine Ausbildungsförderung mehr gibt. Die Konzentration der Mittel, die das Ministerium vorgegeben hat, ist also direkt bei der Umsetzungsförderung und bei der Beratungsförderung in den Betrieben. Wer ist jetzt berechtigt, um eine Förderung, also oder bei uns als Wirtschaftskammer, um einen Zuschuss anzusuchen? Es sind das alle gewerblichen Unternehmen, wie schon bei KMU Digital 1. Aber auch neu die freien Berufe, die verkammert oder auch nicht verkammert sind, also Notare, Ärzte, Rechtsanwälte, aber auch beispielsweise vortragende Autoren, die auch nicht in einer Kammerorganisation vertreten sind. Ausschlaggebender Punkt ist hier, dass das Unternehmen über eine Kennzahl des Unternehmensregisters verfügt, also grundsätzlich Zugang zum Unternehmensserviceportal hat, weil jedes Unternehmen das Zugang zum Unternehmensserviceportal haben kann, hat auch so eine sogenannte KUR, die Kennzahl des Unternehmensregisters. Unternehmen müssen KMU sein, nach der klassischen EU-Definition, das heißt 0 bis 250 bzw. 249, richtig gesagt, Mitarbeiter haben und der Umsatz muss unter 50 Millionen Euro pro Jahr sein und die Betriebsstätte des Zuschusswerbers muss auch in Österreich liegen. Das ist genauso wie bei KMU Digital 1.
Man kann das Ganze auch negativ definieren. Ausgeschlossen sind Unternehmen aus der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur. Hier ist der Hintergrund, dass das Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerium nicht für diese Unternehmen zuständig sind und es hier eigene Förderschienen vom Landwirtschaftsministerium gibt. Es sind auch Unternehmen ausgeschlossen, deren Kerngeschäft ausschließlich auf Geschäftsmodellen basiert, die auf digitale Leistungserbringung gegenüber dem Kunden basieren. Hier ist der Hintergrund, dass diese Unternehmen schon weitgehend digital sind und KMU Digital eine Förderschiene ist, die möglichst breit jene Unternehmen unterstützen will, die eher noch fern zur Digitalisierung stehen. Und um diese Mittel für diese Zielgruppe freizuhalten praktisch, will man eben nicht unbedingt die Unternehmen fördern, die eh schon digital sind. Das ist auch der Hintergrund, dass vielleicht einigen Beratern auch schon bei KMU Digital 1 eben aufgefallen ist, dass sie selbst, wenn sie zertifiziert sind, nicht Beratungen in diesem Zertifizierungsgebiet in Anspruch nehmen können. Das ist weiterhin aufrechterhalten. Und das hat eben genau diesen Hintergrund, dass die Zielgruppe der nicht digital affinen oder nicht digital fortgeschrittenen Unternehmen mit KMU Digital erreicht werden soll. Gemeinnützige Vereine und Gebietskörperschaften sind ebenfalls ausgeschlossen aus dem Kreis der Zuschusswerber. Und zusätzlich darf auch kein Insolvenzverfahren anhängig sein oder im letzten Jahr anhängig gewesen sein. Wie schaut es jetzt mit den zuschussfähigen Kosten im Detail aus im Modul Beratung? Es gibt so wie bei KMU Digital, wie ich schon vorher dargestellt habe, bei KMU Digital 1 die Status- und Potenzialanalysen und auch die Strategieberatungen. Neu ist, dass wir im Bereich Status- und Potenzialanalysen, wo vorher nur Geschäftsmodelle und Prozesse diese leichte, kurze Beratungsförderung hatten, nun bei allen drei Themen und für alle drei zertifizierten Berater und Beratungsunternehmen Einstiegsberatungen haben, wo es im Wesentlichen darum geht, dem Unternehmen einmal Klarheit über seinen Status zu verschaffen. Hier geht es nicht darum, gleich Lösungen aufzuzeigen, sondern wirklich nur darum, relativ rasch und klar nach vorgegebenen Mustern das Unternehmen einem Status zu sagen in den drei Bereichen Geschäftsmodelle und Prozesse wie bisher, die Potenzialanalyse, neu E-Commerce und Online-Marketing und ebenfalls neu IT-Security. Und dann die schon bewährten drei nun Strategieberatung genannten weitergehenden Beratungsförderung, wo die Idee ist, dass man hier sich zwei Tage mit dem Unternehmen zusammensetzt und eine Beratungsarchitektur, eine Umsetzungsarchitektur erarbeitet, sodass das Unternehmen nach Abschluss dieser Strategieberatung sagt, ja, so will ich das und kann ich das umsetzen und ganz konkret schon weiß, wie es weitergeht und was dann künftig zu beauftragen ist etc. Also dafür soll diese sogenannte Toolbox 2, die Strategieberatung, dienen. Sie sehen hier neu eine Strategieberatung Tool 4, digitale Verwaltung. Das ist ein aus der Anforderungen, vor allen Dingen aber auch der öffentlichen Hand, aber auch der Privatwirtschaft und der Entwicklung der letzten Jahre kommender Gedanke, dass wir beispielsweise immer mehr Verpflichtungen haben für Unternehmen, Prozesse mit der Verwaltung digital abzuwickeln. Beispiel wäre die elektronische Zustellung, die ab 2020 verpflichtend ist, oder E-Procurement, ebenfalls seit heuer verpflichtend elektronisch abzuwickeln. Die elektronische Rechnungsstellung beispielsweise eh schon länger an den Bund, aber auch hier geht es eigentlich um Prozesse in den Betrieben, die aber auch zwischen Betrieben natürlich genutzt werden können. Also eine elektronische Rechnungsstellung mit strukturierten Rechnungen muss man zwar an die Bundesverwaltung machen, kann man aber genauso gut an andere Geschäftspartner machen. Und diese Themen sollen in diesem neuen Modul digitale Verwaltung abgedeckt werden, das bewusst nicht digitale öffentliche Verwaltung heißt, sondern im Betrieb die Voraussetzungen schaffen soll, Verwaltungsprozesse digital und strukturiert abzubilden. Die Inanspruchnahme ist jetzt noch nicht möglich für Unternehmen, weil es hier noch keine Zertifikate gibt. Die Insight, die Tochter des Fachverbandes UBIT, die ja für alle UBIT-Mitglieder die Zertifizierungen macht und auch die Lehrgänge macht,
hat hier bereits einen Lehrgang in Vorbereitung, der ab Anfang Dezember stattfinden wird, und im Anschluss wird es dann auch Zertifizierungsgespräche geben, sodass dieses Tool ab wahrscheinlich Jänner von den Mitgliedern beantragt werden kann oder zur Beantragung zur Verfügung steht. Diese einzelnen Beratungstools können miteinander kombiniert werden. Das heißt, es können zum Beispiel einmal eine Geschäftsmodell-Potenzialanalyse gemacht werden und auch eine E-Commerce- und Online-Marketing-Statusanalyse und auch dann eine Strategieberatung beispielsweise bei E-Commerce- und Online-Marketing. Das heißt, Sie können dann, und das Unternehmen kann, die Fördersummen bis maximal 4.000 Euro kombinieren. Was ist konkret neu gegenüber dem ersten Projekt KMU Digital 1? Es wird ein neues Einreichtool geben. Die Förderanträge werden über alle Förderanträge, sowohl für die Beratungsförderung als auch für die Umsetzungsförderung, sind über dieses neue Einreichtool von AWS zu stellen, das wir dann nachher sehen werden. Es wird bei allen Beratungsarbeiten, bei allen Tools vorgegebene Beratungsberichte geben. Das heißt, es ist nicht so wie es bisher war bei der Strategieberatung, dass man einfach irgendwie in Word sagt, okay, das war die Ausgangssituation, das wurde empfohlen und das ist das Ziel, sondern es gibt hier strukturierte Beratungsberichte. Der Hintergrund ist, dass bei der bisher vorgegebenen strukturierten Beratungsberichterstellung für die Potenzialanalyse sehr wertvolle Daten gewonnen werden konnten, die wir auch mit den Unternehmen teilen. Beispielsweise am IDE ist die Präsentation zur Verfügung gestellt, wie die Top-Trends der Unternehmen waren, welche Branchen was benötigen. Und um diese strukturierten Daten zur Verfügung zu stellen, brauchen wir natürlich strukturierte Beratungsberichte. Und hier werden Sie in den eigenen Webinaren durch diese Beratungsberichte durchgeführt werden, dass Sie sehen, was ist da zu erheben und wie läuft genau diese Beratungsberichterstellung ab. Es sind nur Beratungen förderbar, die nach Förderzusagen durchgeführt werden. Da waren wir bei KMU Digital 1 irgendwie nicht so streng, das wurde nicht ausdrücklich festgelegt. Das ist jetzt ganz klar in den Förderbedingungen drinnen. Das heißt, Sie als Berater müssen auf jeden Fall, bevor Sie ein Angebot legen oder angefordert werden, warten, bis es eine Förderzusage gibt. Die Förderzusagen aus unserem Abwicklungstool von der Beratungsförderung gehen an den Förderwerber und an den Berater gleichzeitig, sodass Sie wissen, wenn Sie gebucht werden und dann auch von wem. Und Sie können dann Kontakt aufnehmen, wie bisher in den nächsten 7 Tagen. Also eine Woche haben Sie Zeit, um hier Kontakt mit dem Förderwerber aufzunehmen. Der Fördernehmer, also dann schon gesichert, weil er das Geld 3 Monate für ihn reserviert wird, er beauftragt und bezahlt die Beratung bei Ihnen. Als neu ist, dass der Eigenbeleg, den manche Berater ausgestellt haben, für die Zahlung nicht mehr akzeptiert wird für die Förderabrechnung. Das heißt, die Bezahlung muss über ein Bankkonto nachvollziehbares erfolgen. Und es wird also bei der Zahlungsnachweis nur noch ein Bankbeleg akzeptiert. Die Einreichfristen für die Beratungen fangen kommenden Montag an, am 28.10. Und die Einreichfrist läuft bis 31.03.2020. Das ist der aktuellen Situation geschuldet, dass die Beratungen in den ersten 6 Monaten dieses Förderzeitraums abgewickelt werden und beantragt werden sollen. Bei der Umsetzungsförderung werden dann die Kollegen von der AWS diese Zeitspanne konkretisieren. Bei der Beratungsförderung schaut es aber derzeit so aus, dass der letzte Antrag für die Beratungsförderung am 31.03. zu erfolgen hat. Es wird eine begrenzte Anzahl von Beratungen pro Berater geben. Wir wollen das nicht prohibitiv machen, aber hier gleichzeitig Missbrauch vorbeugen. Diese Anzahl wird rund bei 15 Beratungen pro Monat pro Berater liegen, weil wir uns so ungefähr abgeschätzt haben, was denn machbar ist, auch wenn man sich auf KMU Digital als Berater konzentriert, denken wir, dass 15 Beratungen pro Monat eine Summe sind, die gerade noch seriös schaffbar ist. Darüber denken wir, dass das dann schwierig wird, diese Zeitvorgaben auch zu erfüllen. Theoretisch wird es auch ein Blacklisting geben für Berater bei massivem Fehlverhalten. Wir rechnen einmal nicht damit mit, aber falls das Digitalisierungsministerium hier der Ansicht ist, dass hier nicht die Förderbedingungen entsprochen wird, ist es technisch möglich, jetzt mittlerweile ein Blacklisting vorzunehmen. Es gibt einige Meldepflichten der Zuschussnehmer.
Beispielsweise, wenn es logischerweise den Berater wechseln will, den es gleich bei der Beantragung festlegt, oder wenn sich die Rechtsform ändert, die KMU-Eigenschaft, wenn man die Gewerbeberechtigung verliert etc. All das ist in den Förderrichtlinien festgelegt, die Sie auf der neuen Webseite, die seit gestern neu verfügbar ist, im Detail finden. Die Voraussetzungen für die Einstellung der Förderung und auch Rückforderungen sind jetzt klargestellt in diesen relativ umfassenden Förderrichtlinien für die Beratungsförderung. Der normale Ablauf bei der Beratungsförderung schaut aus Sicht des Unternehmens so aus, dass das Unternehmen sich bei dem Fördermanager der AWS registriert. Da gibt es einen eigenen Link auf der KMU Digital Webseite, wo man sich dann registrieren kann, oder man ist schon bei AWS Fördermanager registriert, gibt die Daten ein, akzeptiert die technischen Voraussetzungen, die formalen Voraussetzungen, dann gibt es eine technische Prüfung, ob da alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind, also alle Hackeln gesetzt sind zum Beispiel, und diese Daten werden dann strukturiert an uns, an die WKÖ übermittelt. Wir prüfen innerhalb von 7 Tagen inhaltlich, ob sämtliche Voraussetzungen inhaltlich auch erfüllt sind. Beispielsweise ist das Unternehmen KMU, hat es noch nicht die Fördersummen überschritten, diese Details, und geben dann innerhalb von 7 Tagen entweder eine Förderzusage und reservieren die Mittel für 3 Monate oder eben eine Ablehnung, eine begründete Ablehnung. Dann sind Sie aufgerufen, mit dem Förderwerber sich einen Beratungstermin binnen einer Woche auszumachen und die persönliche Beratung durchzuführen. Das heißt, es ist nicht möglich, nach wie vor nicht, dass diese Beratung telefonisch oder via Skype oder sonst was durchgeführt wird, weil eben die Kernzielgruppe, die das Ministerium hier vor Augen hat, der Fördergeber vor Augen hat, eher nicht digital affine Unternehmen sind, mit denen man ein persönliches Beratungsgespräch führt. Die Beratungsberichte sind dann unter dieser Adresse zu erstellen, kdbb.wkoratgeber.at. Funktioniert derzeit noch nicht unter dieser URL. Wir werden sie dann aber trotzdem dann in den nächsten Webinaren gleich live vorzeigen. Der Fördernehmer hat dann insgesamt nach der Förderzusage 3 Monate Zeit, sämtliche Formalia zu erfüllen und die Förderung abzurechnen, und die Auszahlung der Fördersumme, der zugesagten Fördersumme, erfolgt dann 2 bis 4 Wochen nach der kompletten Abrechnung. Zu beachten ist, dass es sich um eine De Minimis-Förderung laut EU-Richtlinien handelt. Diese De Minimis-Förderung sagt aus, dass gewisse Fördersummen nicht kumuliert werden können und nicht dürfen. Details dazu, wie diese De Minimis-Förderung zu verstehen ist, gibt es in einem eigenen, relativ simplen geschriebenen Informationsblatt, das Sie im Footer der neuen KMU Digital Webseite finden. Die Rechnung hat, wie schon bei KMU Digital 1, die Geschäftszahl des Förderfalls zu enthalten, den Namen des durchführenden Beraters, den Leistungszeitraum. Es sind nach wie vor keine Spesenverrechnungen erlaubt und auch keine Kosten vor der Förderzusage. Das heißt, Ihr Angebot und der Durchführung und Rechnung darf erst nach der Förderzusage erfolgen. Es gibt, wie auch schon vorher angedeutet, keine Beratungsförderung für zertifizierte Berater, die den gleichen Themengegenstand, nämlich der Zertifizierung, haben. Also für CDCs zum Beispiel, die dürfen keine Potenzialanalyse oder keine Geschäftsmodellberatung an sich selbst von anderen CDCs durchführen lassen. Die Umsatzsteuer kann mitgefördert werden, wenn das Unternehmen tatsächlich diese Umsatzsteuer nicht absetzen kann. Das heißt, wenn ein Vorsteuerabzug besteht, natürlich nicht, es sei denn in Ausnahmefällen, wo dieser Vorsteuerabzug nicht besteht. Normalerweise ist aber ein Unternehmer natürlich vorsteuerabzugberechtigt, und dann wird die Umsatzsteuer nicht mitgefördert. Das heißt, nur die Nettosumme, wie das bisher schon bei der Strategieberatung bzw. Bonusberatung bei KMU Digital 1 der Fall war. Die Reihenfolge der Förderwerber, das heißt, wer kommt zuerst oder wer wird zuerst drangenommen und bearbeitet, ist First Come, First Serve. Hier gibt es keine Priorisierung, außer jene, dass die Unternehmen, die als erste eingereicht haben, auch als erste durchgeführt werden und als erste eine Förderzusage bekommen.
Wie wird es weitergehen? Also wie gesagt, der Start der Beratungsförderung wird am 28.10. am kommenden Montag sein. Wir arbeiten noch daran, ein Berater-Matchmaking für zertifizierte KMU Digital 2.0 Berater zur Verfügung zu stellen. Dieses Berater-Matchmaking wird es Ihnen ermöglichen, Branchen anzugeben, die Sie speziell, wo Ihre Kompetenz liegt. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel für Handels- oder Gewerbebetriebe speziell spezialisiert haben in Ihrer Beratungstätigkeit, dann werden Sie das künftig angeben können und ebenfalls nach Regionen. Das heißt, das Mitglied wird dann leider erst ab Jänner, wird das live sein, auswählen können, ich will einen Berater, der speziell in meinem Bundesland sich für Unternehmen meiner Branche konzentriert hat und spezialisiert hat, dann wird das neu möglich sein. Das war bei KMU Digital 1.0 nicht der Fall. Nach wie vor haben wir natürlich eine Aufteilung der Berater nach Bundesland bzw. Fachgebiet, nämlich der Art der Zertifizierung. Die erste Werbemaßnahme, die wir setzen werden, ist Digital Now, die größte Roadshow Österreichs, heuer in leicht abgespeckter Form in allen Landeshauptstädten ab November zur Verfügung gestellt. Hier wird KMU Digital 1 eine wesentliche Maßnahme sein, die wir präsentieren, eine Fördermaßnahme. Und wir werden in das Storyboard auch einbauen, dass die Berater, die im Publikum sind, nicht vorgestellt, aber sich zumindest erheben, erkenntlich zeigen können und dass sie dann in der Pause zur Verfügung stehen, um eventuelle Beratungstermine schon auszumachen. Das heißt, melden Sie sich zu einer KMU Digital Roadshow in Ihrem Bundesland an und besuchen Sie diese Shows weniger, dass Sie dort noch was lernen. Sie werden da, das ist eher für die Zielgruppe der Beratungen auch, aber Sie haben dort eine Networking-Möglichkeit mit potenziellen Kunden. Den Insight-Lehrgang, auf den habe ich schon hingewiesen, zum Thema digitale Verwaltung am 2. und 3.12. und auch weitere Ausbildungs- und Zertifizierungstermine finden Sie auf insight.at. Was noch offen ist und schon derzeit angefragt wurde, ist, inwiefern Sie das KMU Digital 2.0 Logo verwenden dürfen. Wir sind hier jetzt nicht mehr so frei in der direkten Zusage. Das Wirtschaftsministerium hat sich hier das vorbehalten, dem zuzustimmen, und da sind wir noch in der Abklärung. Das war es jetzt von mir, von der Beratungsförderung, und wir kommen jetzt zum zweiten Teil, zur Umsetzungsförderung, und ich darf an meinen Kollegen Toni Neuteufel weitergeben. Dankeschön. Mein Name ist Anton Neuteufel. Ich bin Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice und verantwortlich und zuständig für die Umsetzung dieser KMU Digital Umsetzungsförderung. Also wenn dann noch Fragen auftauchen sollten, werden wir in den FAQs, wie schon genannt, diese beantworten. Sie können uns aber natürlich auch jederzeit telefonisch kontaktieren. Die Umsetzungsförderung ist jetzt bei dieser KMU Digital 2.0 etwas Neues, hat es bisher nicht gegeben bei KMU Digital 1.0 und ist gedacht, diese KMU Digital 2.0, die in Modulen aufgebaut ist. Das erste Modul wurde gerade vorgestellt, das ist die Beratungsförderung, die über die Wirtschaftskammer abgewickelt wird. Und das zweite Modul ist KMU Digital Umsetzung, das von der Austria Wirtschaftsservice, also von uns umgesetzt wird, wo es darum geht, Investitionen, die durchgeführt werden, im Unternehmen mit Zuschüssen zu unterstützen. Wie schaut das allgemein aus? Allgemein ist es so, der Zuschuss kann bis zu 30% der förderbaren Kosten betragen, maximal 5.000 Euro, für die Investitionen, die im Anschluss an eine KMU Digital Beratungsförderung anfallen können. Budget wurde schon genannt, maximal 2 Millionen Euro, wobei die Deadline für diese Ausnutzung von dieser 2 Millionen mit Ende März 2020 datiert wurde. Abgewickelt wird diese Umsetzungsförderung von der Austria Wirtschaftsservice, auch als De Minimis-Förderung, genauso wie die Beratungsförderung, wie Sie gerade gehört haben. Wer kann hier unterstützt werden, ist genauso wie bei der Beratungsförderung, nämlich KMUs, also wirklich nur kleinste und mittlere Unternehmen bis ungefähr 250 Mitarbeitern, die gewerblich tätig sind, aber auch die Freiberufler sind hier mit drinnen, wie Notare, Ärzte, Rechtsanwälte. Wichtig ist auch, dass das Unternehmen einen Sitz oder Betriebsstätte in Österreich hat und die Antragstellung wird direkt vom Unternehmen, das investiert, über diese KMU Digital Homepage gestellt, über den Fördermanager, der dann später vorgestellt wird. Die Einreichung ist geplant ab dem 11. Dezember 2019. Warum diese Zeitverzögerung zwischen 28. 10., wo die
Einreichung von KMU digital Beratung gemacht werden kann, ist deswegen, weil eine Voraussetzung ist für diese Umsetzungsförderung, dass das Unternehmen vorher eine Beratungsförderung in Anspruch und auch ausbezahlt bekommen hat. Das heißt, diese Abwicklung der Beratungsförderung dauert eine gewisse Zeit und dass diese Unternehmen auch dann eine Chance haben, die Umsetzungsförderung zu lukrieren, ist diese Zeitverzögerung hier eingeplant. Wie wird unterstützt? Ein Zuschuss von 30%, maximal 30%, Obergrenze 5.000 Euro pro Förderungsantrag. Es kann ein Antrag pro Unternehmen in dieser Periode gestellt werden. Und die Förderbahnkosten müssen zwischen 5.000 Euro und 20.000 Euro liegen. Das heißt, wenn Projekte kleiner sind als 5.000 Euro, macht es gar keinen Sinn, hier einzureichen. Und Projekte, die größer sind, können hier auch leider nicht unterstützt werden. Man will hier, der Richtliniengeber will hier eindeutig diese kleineren Projekte von Klein- und Mittelbetrieben mit einem schönen Zuschuss von 30% unterstützen. Wesentlich, wie schon genannt, ist, dass im Vorfeld diese Förderung, Beratung in Anspruch genommen und auch ausbezahlt wird. Das heißt, die Antragstellung in dieser Umsetzungsförderung ist erst dann möglich, wenn bei der Beratungsförderung der Zuschuss ausbezahlt wurde. Was wird hier gefördert? Also die Richtlinie besagt, dass es ein Digitalisierungsprojekt sein muss, ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff. Und diese Zielsetzung in den Richtlinien ist hier genau definiert. Es soll hier gehen zum Beispiel um neue Geschäftsmodelle, neue Prozesse, neue Dienstleistungen, die entwickelt, eingeführt oder verbessert werden. Weiterer Punkt, das vor allem aber nicht nur für Handelsunternehmen greifen wird, ist Online-Marketing oder E-Commerce, wo eben daran gedacht ist, dass Verkaufs- und Vertriebsprozesse digitalisiert werden, die bisher manuell oder am Papier gemacht wurden. Dritte Schiene, auch ganz wichtig, die IT-Sicherheit, IT-Security. Wenn in diesem Bereich investiert wird, dann ist es auch eine Zielsetzung dieser Förderungsaktion. Und der vierte Punkt, wurde zuerst schon erwähnt, ist derzeit noch hinfällig eigentlich, weil es noch keine zertifizierten Berater gibt, nämlich die digitale Verwaltung, wo es darum geht, wenn Investitionen in diesem Bereich wie USB-Anbindung, also Unternehmensserviceportal-Anbindung oder elektronische Beschaffung, E-Rechnungen etc. umgesetzt werden und dafür Kosten anfallen, dann kann das unterstützt werden. Wird aber dann erst, wie schon gesagt, im nächsten Jahr der Fall sein, wenn die Zertifizierung der Berater dann erst abgeschlossen sein wird. Ich habe jetzt noch Beispiele mitgebracht, die etwas plakativer sind für diese allgemeinen Zielsetzungen, wie sie in den Richtlinien formuliert sind. Es sind wirklich nur einige Beispiele, deren natürlich noch viele folgen werden. Zum Beispiel ein 3D-Drucker, der hier in einem Unternehmen angeschafft wird, um diese Digitalisierung anzukurbeln, kann hier unterstützt werden. Es gehen auch digitale Buchungsplattformen. Viele werden das kennen, zum Beispiel von Hotelbuchungen, Restaurantsitzplatzreservierungen, dort ist es schon gang und gäbe. Aber natürlich auch andere Dienstleistungsbetriebe sind hier angesprochen, wenn zum Beispiel ein Unternehmen umstellt, die Termine, Massage zum Beispiel oder Friseurtermine digital abzuwickeln, dann kann das auch unterstützt werden. Oder bei Ärzten, dass man seinen Termin digital buchen kann, dann kann diese Umsetzung, diese Investition auch hier unterstützt werden. Ein weiteres Beispiel wären Etikettenscanner, wobei hier daran gedacht ist, die Gesamteinbindung im Unternehmen zu sehen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Betrieb für seine Warenbewirtschaftung die Artikel einscannt und dann automatisch die Lagerbestände innerbetrieblich verwaltet werden können, dann wäre das auch ein Punkt. Und nicht nur innerbetriebliche Maßnahmen sind hier unterstützbar, sondern auch Dinge, die überbetrieblich gedacht sind. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen einen Lagerbestand von 1000 Stück hat und das System erkennt aufgrund des Outputs über den Scanner, dass nur mehr 100 Stück im Unternehmen sind, dann kann zum Beispiel automatisch der Lieferant verständigt werden, die restlichen 900 wieder nachzuliefern und diese Umsetzung, die hier notwendig ist und diese Software, die dafür angekauft werden muss oder auch Hardware, kann hier unterstützt werden. Also innerbetriebliche und überbetriebliche Digitalisierung ist hier sehr erwünscht.
Weiterer Punkt wäre zum Beispiel ein Zeiterfassungssystem, wenn bisher die Zeiten der Mitarbeiter, die an einem bestimmten Projekt arbeiten oder überhaupt die Zeiterfassung im Unternehmen händisch gemacht wurde und in Zukunft digital gemacht wird, dann könnte man die Hard- und Software für diese Anschaffung unterstützen. Digitale Kassensysteme sind auch ein Thema, damit ist aber nicht gemeint, diese Abrechnungssysteme, die es bisher schon gibt, sondern eine Vernetzung mit der Software des Unternehmens, damit diese Daten, diese Kassendaten dann im Unternehmen für andere Prozesse auch weiterverwendet werden können. Weiteres Beispiel, Dokumentenmanagementsystem. Also so typisch kennt man es vom papierlosen Büro, aber es muss nicht papierloses Büro sein, es geht natürlich auch bei Produktionsbetrieben. Wenn die Dokumente, die bisher in Papierform durch das Unternehmen geschleust wurden, um die Prozesse abzuwickeln, jetzt auf digital umgestellt werden, dann wäre das genauso ein Thema, das hier mit der Umsetzungsförderung unterstützt werden kann. Vernetzung ist eigentlich ja das eigentliche Wort von Digitalisierung, also die Vernetzung im Unternehmen. Wenn zum Beispiel jetzt dieses Dokumentenmanagementsystem mit einem Warenwirtschaftssystem vernetzt wird, dann könnten diese Kosten, die ich am Anfang auch unterstützt werden. Also ist ein Weg von Insellösungen hin zu einer Komplett- oder Vernetzung zu Vernetzungssystemen wäre hier der Ansatz, um eine Förderung in diesem Bereich zu bekommen. Und die schon angesprochene IT-Sicherheit, wenn Firewalls, Virenschutzprogramme angekauft werden, sofern sie wirklich erstmalig entstehen. Also zum Beispiel Update von Virenschutzprogramm X1.0 auf Virenschutzprogramm X2.0 wäre zu wenig, es müsste schon mehr sein, nämlich wirklich dieses neue, verbesserte Virenschutzsystem dann tatsächlich auch einzusetzen. Es macht wenig Sinn, nur über förderbare Dinge zu reden. Sie müssen auch wissen, was zum Beispiel nicht gefördert werden kann. Hier eine Zusammenfassung: Projekte, die zum Beispiel weniger als 5.000 oder höher als 20.000 sind, können nicht unterstützt werden. Dann ganz wichtig, die Einreichfrist. Es können nur Kosten anerkannt werden, die nach der Antragstellung anfallen. Also Kosten und Rechnungen, die vorher, die vielleicht jetzt schon umgesetzt werden, können bei dieser Umsetzungsförderung nicht unterstützt werden, sondern nur solche, die nach Antragstellung über den Fördermanager unter AWS erfolgen. Was auch nicht geht, sind Ersatzinvestitionen ohne eine technische Weiterentwicklung. Also wenn zum Beispiel ein Laptop mit einer uralten Software ausgetauscht wird gegen einen neuen mit einer modernen Software, das wäre zu wenig und wäre eine reine Ersatzinvestition und könnte nicht unterstützt werden. Fahrzeuge sind auch ausgeschlossen und haben wenig mit Digitalisierungsmaßnahmen zu tun. Eigenleistungen, auch ein wichtiges Thema, wenn Unternehmen selbst jetzt zu programmieren beginnen, weil sie es können, dann kann diese Eigenleistung in dem Unternehmen anfällt, nicht unterstützt werden. Laufende Betriebskosten gehen auch nicht, das sind so typische Betriebsmittelfinanzierungen, gehen auch nicht, sondern nur Investitionen, die tatsächlich im Anlagevermögen aktiviert werden. Und Kosten, die in der KMU Digital Beratung gefördert wurden, also die Beratungsleistungen der zertifizierten Berater, die können hier auch nicht berücksichtigt werden. Und Kleinstbetragsrechnungen über 150.000. Also das sind im Wesentlichen die Auszüge aus den nicht förderbaren Kosten. Welche Beispiele gibt es hier für nicht förderbare? Also Standardsoftware, also normale Office-Pakete, Betriebssysteme gehen nicht. Und Standard-Hardware im Sinne, wie ich es gerade erklärt habe, durch Ersatzinvestitionen gehen auch nicht. Oder eine Telefonanlage, auch wenn sie noch so modern ist, aber Telefonanlagen würden wir hier nicht unterstützen können. Jetzt zum Förderungsablauf. Wie funktioniert eigentlich dieser Ablauf, der für Sie ja sehr, sehr neu ist und natürlich auch für die Unternehmen? Wesentlich ist, dass der Zuschuss für die KMU Digital Beratungsförderung ausbezahlt wurde. Dann kann man über das Einreichmodul, das auf KMU Digital.at zu finden ist, den Fördermanager, einen Antrag einreichen. Wobei idealerweise der Beratungsbericht, der aus dieser Beratung, KMU Digital Beratungsförderung geht, mitgeschickt wird und der Nachweis, dass auch tatsächlich diese Beratungsförderung in Anspruch genommen wurde, einen Auszahlungsbeleg mitschicken, damit wir sehen, dass das tatsächlich auch ausbezahlt wurde. Also der Nachweis, dass tatsächlich die Beratung in Anspruch genommen wurde.
dann analysieren wir diesen in der AWS diesen Förderungsantrag und schauen, ob wir eine Förderung gewähren können. Das heißt, passt dieses uns vorgestellte Investitionsprojekt zu den vorgenannten Zielsetzungen dieser Förderungsaktion? Und wenn dem so ist, dann gibt es ein sogenanntes Förderungsangebot. Heißt deswegen Angebot, weil hier unter Umständen auch Bedingungen und Auflagen drinnen stehen können, wie zum Beispiel der Nachweis, dass uns die Rechnungen in Form einer Rechnungszusammenstellung vorgelegt werden. Und wenn dann der Kunde mit diesem Angebot einverstanden ist, muss er innerhalb von 3 Monaten dieses Angebot annehmen, dann wird dieses Angebot zum Förderungsvertrag. Und dann kann das Unternehmen das Projekt umsetzen. Als Nachweis, dass es tatsächlich dieses Projekt, das beantragt und dann auch genehmigt wurde, auch umgesetzt wurde, gibt es dann einen sogenannten Verwendungsnachweis über unseren Fördermanager, wo eben diese Rechnungen, die angefallen sind, also die dann auch zu aktivieren, also die Kosten, die zu aktivieren sind, uns nachzuweisen sind, über den Fördermanager, wo eben uns bekannt gegeben werden muss, um welche Rechnung geht es, wie ist der Investitionsgegenstand, wer ist die Lieferfirma, das Rechnungsdatum etc. Also all diese Dinge werden am Fördermanager direkt abgefragt und sind einzugeben. Also uns brauchen nicht Rechnungen vorgelegt werden, sondern nur dieser Verwendungsnachweis, wo in einer Art Excel-Darstellung oder sogar in einer Excel-Darstellung die einzelnen Rechnungspositionen bekannt gegeben werden. Und wir in der AWS prüfen dann, ist dieses Investitionsprojekt, dieses umgesetzte, eh noch das von uns genehmigte, das heißt jenes, das im Förderungsvertrag auch tatsächlich genehmigt wurde. Und wenn dem dann so ist, das heißt, die Rechnungszusammenstellung ist in Ordnung, das heißt, das Projekt ist tatsächlich noch jenes, was beantragt wurde, wird der Zuschuss dann unmittelbar ausbezahlt. Wie schauen jetzt die Fristen aus? Also die erste Frist wurde schon genannt, dass innerhalb von 3 Monaten das Förderungsangebot anzunehmen ist. Dann hat das Unternehmen Zeit, ab der Antragstellung das Projekt auch umzusetzen, innerhalb eines Jahres. Und der Nachweis, dieser Verwendungsnachweis, muss dann im Anschluss, nach dem Abschluss des Projektes, innerhalb von 3 Monaten an die AWS übermittelt werden. Das war jetzt in Kürze die Umsetzungsförderung. Jetzt geht es dann um die technische Umsetzung. Wie kommen Sie zur Förderung? Das heißt, wie kann ein Förderungsantrag über diese KMU Digital.at-Seite über den Fördermanager eingereicht werden? Und da darf ich jetzt übergeben an die Frau Sedlacek, die das Ihnen näher bringen wird. Ja, auch von mir einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Claudia Sedlacek. Ich bin in der AWS für den Fördermanager zuständig. Und ich möchte Ihnen dann kurz sozusagen den Weg der Einreichung der Förderung KMU Digital Beratung erläutern. Grundsätzlich wird es so sein, dass sozusagen als Einreichplattform KMU-Digital.at zur Verfügung steht. Dort wird es dann sozusagen die Möglichkeit geben, auf einen Button zu sagen, ich möchte jetzt einen Antrag stellen. Und da passiert dann quasi Folgendes. Das macht halt den Unterschied, ob das Unternehmen bei der AWS schon einmal eine Förderung beantragt hat und somit schon Login-Daten zum Förderungsmanager hat. Wenn er diese hat, kann er es auch weiterhin verwenden. Also es gibt jetzt keine Extra-Daten für die Förderung KMU Digital, sondern er kann einfach seine bekannten Login-Daten verwenden und er wird dann sozusagen sofort auf das entsprechende Antragsformular geführt. Das heißt, das ist dann das Antragsformular für KMU Digital Beratung und er hat eben den Vorteil, dadurch, dass der Kunde bei uns schon bekannt ist, kann er einfach durch den Button Auswahl Förderungswerber seine Daten schon am Fördermanager noch einmal abrufen. Das heißt, ein Großteil des Formulares wird damit sozusagen automatisch schon befüllt und er muss nur sozusagen die Korrektheit dieser Daten noch einmal prüfen und muss sozusagen die Daten nicht noch einmal eingeben. Wenn sozusagen der Kunde bei der AWS noch nicht bekannt ist, ist es als erster notwendig, dass er sich am Fördermanager registriert. Da gibt es sozusagen die Frage, haben Sie noch keinen Account, dann gehen Sie bitte auf Jetzt registrieren. Die Registrierung am Fördermanager ist sehr einfach. Man muss einfach Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein selbstgewähltes Passwort vergeben.
dann ist es so, dass Sie natürlich die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis nehmen müssen, muss das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen dann sagt, ja, jetzt registrieren, bekommt es an diese E-Mail-Adresse ein E-Mail, wo ein Link drinnen ist, also der dann angeklickt werden muss, damit die Registrierung vollständig erfolgt ist. Das ist das sogenannte Double Opt-in-Verfahren. Kennt man eigentlich ganz klassisch von vielen Webseiten, die entsprechend mit solchen Logiken arbeiten. Wenn es dann sozusagen die Login-Daten bestätigt hat, muss er sie noch einmal eingeben und sieht dann sozusagen die Ansicht meine Förderungen. Dort hat er dann ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen neuen Antrag stellen. Wenn er diesen Button betätigt, dann kriegt er eine Übersichtsseite über grundsätzlich die Förderungen, die seitens DAWS zur Verfügung stehen. Man kann einfach in der Suche eingehen, KMU digital, wird dann zum richtigen Formular geführt und durch das Anklicken des Formulars kommt man dann sozusagen auch auf den Antrag, der für KMU digital Beratung ausgefüllt werden muss. Wenn sozusagen das Unternehmen eben noch nicht bei der AWS bekannt sind, müssen halt notwendige Daten wie Firmenname, Firmenbuchnummer, wenn vorhanden, also wenn es ein eingetragenes Unternehmen ist, Gründungsdatum, die Firmenadresse, den Ansprechpartner beim Kunden, die Branche, die Kammerzugehörigkeit und Angaben zu den Mitarbeiterzahlen müssen ausgefüllt werden. Das sind aber eigentlich klassische Daten, die bei einer Antragstellung entsprechend bekannt zu geben sind. Es macht eben auch einen Unterschied, ob man ein protokolliertes Unternehmen ist oder ein nicht protokolliertes Unternehmen. Da variieren die Daten zum Förderungswerber selber ein bisschen, weil es ja eben zum Beispiel keine Firmenbuchnummer gibt. Und da geht es dann einfach um Name, Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Aber das ist, man wird eigentlich eh durchgeführt, das heißt, es ist jetzt nichts Unbekanntes, wenn man ein Formular entsprechend ausfüllt. Hier haben Sie es einfach noch einmal als Übersicht, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, was ist bei diesem Förderungsantrag entsprechend auszufüllen. Wie gesagt, ist sicher nichts Neues für die Unternehmen, hier die Daten bekannt zu geben. Wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt wichtig? Also dann muss man ja, wie bereits schon angedeutet wurde, muss man sich ja entscheiden, in welchem Tool ich sozusagen die Beratung durchführen lassen möchte. Da ist es grundsätzlich so, dass innerhalb eines Antrages immer nur ein Tool beantragt werden kann. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich mache einen Antrag gleich für quasi alle 6 Tools, sondern das Unternehmen muss pro Tool einen eigenen Antrag stellen und kann diesen dann entsprechend übermitteln. Am Fördermanager ist es so, dass die Notwendigkeit eben besteht, den Berater anzugeben, der für dieses Tool die Beratung durchführen soll. Hier gibt es eben 2 Varianten. Man kann die Beratersuche nehmen, wo man über den Weg Bundesland, Beraterunternehmen und Berater entsprechend den Berater findet. Oder ich kann, wenn ich den Berater kenne, kann das Unternehmen auch einfach gleich den Berater eingeben und so die Suche machen. Also vielleicht ganz kurz, es ist grundsätzlich so, vielleicht für Sie auch von Interesse, es stehen immer nur Berater zur Auswahl, die für das Zertifikat des ausgewählten Tools zur Verfügung stehen. Also ich kann nicht aus dem Gesamtpool die Berater auswählen, sondern es gibt hier schon die entsprechende Einschränkung, dass nur Berater ausgewählt werden können, die für das ausgewählte Tool die entsprechende Zertifizierung haben. Sie sehen, die eine Variante ist Bundesland eingeben, dann werden wir die in diesem Bundesland ansässigen Beraterunternehmen zur Verfügung gestellt. Ich wähle ein Beraterunternehmer aus und mir wird dann der entsprechende Berater angezeigt, beziehungsweise es kann auch sein, dass es für dieses Beratungsunternehmen für das Tool auch 2 Berater gibt. Dann werden halt beide angezeigt und das Unternehmen muss sich halt dann für einen der Berater entscheiden. Die zweite Variante ist eben, wenn ich den Berater kenne, kann ich quasi gleich über die Suche, habe ich die Möglichkeit, dort den Berater einzugeben. Ich kann auch das Beratungsunternehmen eingeben. Also das bleibt dann mir überlassen oder dem Unternehmen überlassen, wie es sich wohler fühlt oder wie sie diese Beratersuche starten möchte. Auch bei dieser Suche gilt, Es können dort nur Berater ausgesucht werden, die für das gewählte Tool das entsprechende Zertifikat haben.
So sieht es dann aus. Also es wird dann sozusagen, werden dann die Daten des Beraters dargestellt, also welches Beratungsunternehmen ist es, wer ist der Berater. Ich kann mir über die Insight-Homepage, kann ich mir auch sozusagen das Profil des Beraters anschauen. Also das ist eine Direktverlinkung, damit ich mir das gleich direkt anschauen kann. So schaut dann quasi diese Antragsseite entsprechend aus. Also man sieht oben, welches Tool ist ausgewählt und unten, welcher Berater wurde hier ausgewählt. Unten sind dann noch ein paar Fragen, was vorher eben angesprochen wurde, das Thema Vorsteuerabzug oder Nicht-Vorsteuerabzug, das ist vom Unternehmen entsprechend bekannt zu geben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema allgemeine Erklärungen und die Selbstauskunft. Da muss uns das Unternehmen entsprechende Punkte bestätigen, was zum Beispiel KMU-Eigenschaft betrifft, die Minimis betrifft, was Datenschutz und Ähnliches betrifft. Deswegen ist es auch wichtig, dass bitte das Unternehmen den Antrag stellt, weil Sie als Berater können für das Unternehmen diese Daten eigentlich nicht wirklich bestätigen. Also bitte muss hier das Unternehmen die entsprechenden Anträge stellen, damit sozusagen auch hier die Selbstauskunft entsprechend passen kann. Wie funktioniert es? Also grundsätzlich ist es so, Sie haben gesehen, es gibt gewisse Pflichtfelder auf dem Antragsformular, zum Beispiel die Selbstauskunft. Also wenn die Selbstauskunft nicht bestätigt wird, ist ein Absenden des Antrages nicht möglich. Es wird sozusagen vor dem Absenden eine Prüfung durchgeführt, ob noch Pflichtfelder notwendig sind, die ausgefüllt werden müssen. Die werden auch angezeigt. Es muss dann noch einmal ganz klar gesagt werden, dass die Angaben wahrheitsgetreu gemacht worden sind. Man kann den Antrag sich als PDF anschauen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und der Button Absenden, den Sie da noch so hellblau sehen, wird erst sozusagen dann aktiv, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und wenn die Bestätigung bezüglich der wahrheitsgetreuen Angaben auch gemacht worden ist. Hier sehen Sie eben das Ergebnis. Vielleicht, was sehr wichtig ist, wirken Sie auf die Unternehmen ein, dass sie auch bitte auf Antrag jetzt absenden klicken. Es bringt nichts, wenn wir einen vollständig ausgefüllten Antrag am Fördermanager haben, der nie abgesendet wurde. Der hat dann keine Gültigkeit und das Unternehmen lässt unter Umständen hier Geld liegen, was ja entsprechend nicht notwendig und auch schade wäre. Also bitte immer die Leute darauf hinweisen, Achtung, es ist wichtig, dass du auf Antrag jetzt absenden klickst, weil erst dann wird der Antrag auch entsprechend zur WKO weitergeleitet. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn ein Antrag abgesendet wird, erhält das Unternehmen eine entsprechende Absendebestätigung, wo noch einmal seine eingegebenen Antragsdaten in einem PDF enthalten sind. Das heißt, er kann sich diese Daten auch immer entsprechend anschauen und kann immer nachvollziehen, was hier entsprechend auch ausgefüllt wurde. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie sozusagen die Antragstellung für das Beratungstool funktioniert. Und ich darf jetzt noch einmal an den Herrn Lager übergeben, der sozusagen das Schlusswort macht. Ja, danke schön. Es geht nicht nur um Schlusswort, sondern auch um einige Fragen. Vielen Dank für Ihre Anfragen, die wir schon bekommen haben. Ich darf jetzt gemeinsam mit Anton Neudäufel einige Fragen herausgreifen. Stellen Sie auch weiterhin bitte Fragen. Das Fragenfenster ist auch nach dem Webinar noch 5 Minuten geöffnet. Wenn Sie also noch weitere Fragen haben, bitte stellen Sie da die in das Formular. Wir werden alle Fragen spätestens bis Montag, bis 28. versuchen zu beantworten, auch als FAQs Ihnen zur Verfügung zu stellen auf der KMU Digital Webseite, genauso wie die Präsentation und auch die Videos von den ganzen Webinaren, die wir heute und morgen für Sie aufzeichnen werden. Kommen wir schnell zu den Fragen. Wie soll so ein Verwendungsnachweis ausschauen, dass Unternehmen die Umsetzungsförderung konkret abgerechnet haben und durchgeführt haben? Ich habe es zuerst schon kurz erwähnt, es ist eine Aufstellung von einzelnen Rechnungen, die beinhalten das Datum der Rechnung, das Bezahldatum, dann den Liefergegenstand, den Gegenstand des Investitionsvorhabens und die Lieferfirma und auch andere Daten noch. Und das wird in Form über den Fördermanager abgewickelt. Das heißt, man kann auf dem Tool Fördermanager jede einzelne Position eingeben, okay, und wird dann
in unser System mit übernommen und wird automatisch dann an die AWS übertragen, wie die Frau Sedlacek schon gesagt hat, auf den Absendebutton nicht vergessen. Und wir bekommen dann eine Art Rechnungszusammenstellung, wo wir die einzelnen Positionen, die eingegeben worden sind, auch sehen. Also man kann, wenn es mehrere Positionen sind, auch das über ein Excel-Formular machen, aber im Wesentlichen ist es eine Eingabe über den Fördermanager, das aus meiner Sicht auch selbsterklärend dann ist. Also der Fördermanager ist nicht nur ein Einreichtool, sondern wird auch verwendet als Kommunikation zwischen dem Unternehmen und uns, und auch hat man die Möglichkeit, hier dann einen Button zu finden, und den gibt es auch jetzt abrechnen, dann kann man dieses Investitionsprojekt auch direkt über den Fördermanager mit den einzelnen Daten der einzelnen Rechnungen abrechnen. Also es geht im Wesentlichen um die Rechnungen und jetzt nicht um einen Bericht oder sonst irgendwas, den man darstellen muss. Genau, es geht einfach darum, die Rechnungen dort einzugeben, damit wir prüfen können, ist das Gesamtprojekt, das beantragt wurde, noch dasselbe, wie es jetzt abgerechnet wird. Es geht um wirklich einzelne Rechnungspositionen. Eine Frage war, nach der Kur dieser Kennzeichnungsnummer im Unternehmensregister, muss der Unternehmer die selber wissen? Idealerweise ja, muss aber nicht sein. Das heißt, am Fördermanager wird diese Kur gar nicht abgefragt. Das ist Aufgabe der Mitarbeiter, die am Fördermanager diese Daten, die eingegeben werden, vom Unternehmen Qualität sichern, und die machen diese Abfrage und suchen diese Kur und geben es dann ein. Das Unternehmen muss es nicht wissen. Die Förderung der Beratung ist Voraussetzung für die Förderung der Umsetzungsförderung. Wie schaut es da aus im Verhältnis von KMU Digital 1 und KMU Digital 2? Also sprich, Beratungsberichte aus KMU Digital 1 berechtigen die gleich für die Inanspruchnahme von KMU Digital 2 Umsetzungsförderung? Genau, ja, es geht beides. Das heißt, wenn das Unternehmen im Jahr 2017, 18, wann auch immer, eine Beratungsförderung in Anspruch genommen hat und jetzt erst diese Maßnahmen umsetzen will, dann wird diese Digital-KMU-Beratung 1 auch anerkannt für diese Umsetzungsförderung. Okay. Da war eine Frage in der Zwischenzeit auch, wie schaut es denn überhaupt aus mit der Verbindung von KMU Digital 1 und KMU Digital 2? Hier ist offensichtlich eine Verbindung da. Es ist keine Verbindung da hinsichtlich der Fördervolumina. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen oder als Berater für KMU Digital 1 beraten haben, im Wert von, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro, dann fängt die Berechnung der Gesamtfördermöglichkeit wieder neu an. Das heißt, Unternehmen, die schon eine KMU Digital 1 Potenzialanalyse zum Beispiel gemacht haben, können jetzt neu bei KMU Digital 2 in der Beratungsförderung wieder insgesamt 4.000 Euro ausschöpfen. Das heißt, das kumuliert nicht, sehr wohl berechtigt aber ein Beratungsbericht von KMU Digital 1 für die Umsetzungsförderung von KMU Digital 2. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zur Umsetzungsförderung. Hier kann nicht, zum Unterschied bei der Beratungsförderung, mehrmals eingereicht werden, sondern es ist nur möglich, in diesem Zeitraum Mitte Dezember bis Ende März 2020 einen Antrag pro Unternehmen einzureichen. Dann weitere Fragen. Können bei der Umsetzungsförderung auch Beratungskosten gefördert werden? Grundsätzlich ja, aber nicht jene Beratungskosten, die schon Gegenstand der Beratungsförderung waren. Also die Kosten des zertifizierten Beraters, die schon gefördert wurden mit der Beratungsförderung, können hier nicht berücksichtigt werden. Aber Beratungskosten, die aktiviert werden, also es geht um aktivierte Kosten, können sehr wohl unterstützt werden. Also wenn ich zum Beispiel, das war auch eine Frage, eine Buchungsplattform in Anspruch nehme, aber nicht weiß, wie ich jetzt meinen Prozess ändere im Hotel, in der Pension, dann kann ich mich hier sehr wohl beraten lassen und sowohl die Beratungskosten als auch dann die Investitionskosten oder Mietkosten von solchen Reservierungsplattformen einrechnen. Es wird immer einhergehen, es werden Investitionskosten sein, Hardware und Software, und wenn darin auch Beratungskosten enthalten sind, werden die nicht ausgeschlossen, sofern sie aktiviert werden. Also Hardware war auch eine konkrete Frage, Hardware wird ebenfalls natürlich mitgefördert. Ja. Okay. Gut, das wären dann die schnellsten und wichtigsten Fragen, die wir gesehen haben. Wie gesagt, noch einmal, wenn Sie noch weitere Fragen haben und die noch nicht gestellt haben, also wir haben alle rund 60, 70 Fragen schon aufgenommen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie die bitte hier im Bildschirm hinein. Wir werden versuchen, sie alle möglichst rasch zu beantworten und ab nächster Woche, hoffentlich ab Montag, Antworten für Sie zur Verfügung zu haben. Vielen Dank für Ihr Interesse.